In diesem Video zeige ich euch einen Kopfrechentrick und verrate euch auch, warum der funktioniert. Also passt auf, folgender Rechentrick. Ich möchte eine Zahl, die auf 5 endet, quadrieren. Also 85 zum Quadrat beispielsweise. Was mache ich? Ich teile die 5 hinten ab, nehme die Zahl den vorderen Teil der Zahl, das ist die 8, multipliziere den vorderen Teil mit der Zahl, die genau 1 größer ist, das ist 9, kommt 72 raus, also was ist 85 zum Quadrat? Ich schreibe die 72 hin und hänge 25 an. 7225. Anderes Beispiel, nehmen wir mal die 115 ins Quadrat. Was mache ich? Ich teile die 5 hinten ab, nehme den vorderen Teil der Zahl, 11, multipliziere mit der Zahl, die genau 1 größer ist, 12, kommt 132 raus. Also 115 zum Quadrat ist, ich schreibe 132 hin und hänge 25 an. Also 13.225. Warum ist das so? Eine Zahl, die auf 5 endet, quadriert, vorderen Teil nehmen, multipliziert mit einer Zahl, die 1 größer ist und dann 25 hinten anhängen. Warum geht das so? Wenn wir das beweisen wollen, müssen wir jetzt das sozusagen für alle Zahlen machen, die auf 5 enden. Wie sehen denn die Zahlen aus, die auf 5 enden? Allgemein, ja, irgendwie ist da vorne halt ein x, ne, und dann ist da eine 5 hinten dran. Also irgendwie x5. Jetzt kann man das nicht einfach so hinschreiben. Ne? Was bedeutet denn x und 5 hinten dran? In der Vorstellung ist es jetzt eine Zahl, die auf 5 endet, aber wir müssen es, glaube ich, noch ein bisschen korrekter ausdrücken. Was heißt eine Zahl, die auf 5 endet mit dem vorderen Teil x? Noch nichts anderes, als dass ich 10 mal x rechne und 5 drauf addiere. Ne? Also vorne ist x, bedeutet ja nichts anderes, als dass x im Dezimalsystem eine Stelle nach links verschoben ist und dann setze ich eine 5 auf die einer Stelle. Am Beispiel hier oben, 85 zum Quadrat ist 8 mal 10 oder 10 mal 8 plus 5. 115 zum Quadrat ist 10 mal 11, ne? 10 mal 11 ist 110 und dann noch 5 drauf addiert. Also 10 mal x ist der vordere Teil der Zahl, die 10er ab der 10er-Stelle und dann hinten die 5 noch drauf addiert. So, und jetzt müssen wir nichts anderes machen als diese Zahl hier. Ne? Das ist die Zahl, die auf 5 endet, also für alle x aus natürlichen Zahlen. Diese Zahl wollen wir quadrieren. Okay, dann machen wir das doch einfach. 10x plus 5 zum Quadrat. Ja, was ist das? Das sieht schwer nach einer binomischen Formel aus, oder? A Quadrat, also a plus b zum Quadrat ist gleich a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Dann machen wir das doch mal. A Quadrat wäre in dem Fall 10x zum Quadrat plus 2ab, also plus 2 mal 10 mal x mal 5. Und noch plus b Quadrat, in unserem Fall 5 Quadrat. Okay, was können wir machen? Na, ich würde jetzt hier mal weiter ausrechnen vielleicht. Ne? 10x Quadrat ist 100x zum Quadrat. So, ne? Dann 2 mal 10 mal x mal 5 ist 2 mal 10 mal 5 ist 100, also 100x. Und noch 5 Quadrat ist 25. So. Okay. Ah, das da vorne sieht schwer danach aus, als könnte man 100x ausklammern, oder? Das ist 100x mal was? X für den ersten Term plus 1 für den zweiten. Und 25 drauf addiert. So, was steht denn jetzt da? Wir nehmen den vorderen Teil der Zahl x, multiplizieren ihn mit der Zahl, die genau um 1 größer ist, und hängen 25 an. Und 25 anhängen bedeutet ja nichts anderes als x mal x plus 1 mit 100 zu multiplizieren, also zwei Stellen nach links zu schieben im Dezimalsystem, um dann 25 zu addieren. Und das ist genau die Rechenregel, die wir angewendet haben. Warum funktioniert die für Zahlen, die auf 5 enden? Das liegt an diesem Teil hier, weil ich hier 2 mal 5 rechne, da 10 rauskommt, damit auch hier eine 100 steht und wir dann sozusagen die 100x ausklammern können. Also,
Zahlen, die auf 5 enden zum Quadrat, kann man relativ schnell im Kopf ausrechnen. Ich bin mir sicher, da werdet ihr den einen oder die andere begeistern, wenn ihr das so schnell hinbekommt.